Ja, was denn? Ja, was denn? Mach ich mir keinen Drink gönnen oder was, Digga? Ja, was denn? Ja, hä? Was ist denn los? So, Freunde, es ist Sonntagabend. Ihr wisst, was das heißt. Der internationale Jindawi-Tag, der von Sonntag auf Montag, wieder von Montag auf Sonntag verschoben worden ist, ja? Denn wir reagieren auf das neueste Video, und zwar auf das Video Mila und Imani treffen sich, ja. Auf diese Begegnung freuen wir uns natürlich sehr. Wie ist die erste Begegnung zwischen Mila und Imani? Also, let's go, Freunde. So, Leute, Imani liegt hier. Guck mal, wie schön die ist. Das ist die schönste. Hallo Amerika mit Imani. Meine Leute, das ist das krasseste Gefühl auf dieser Welt. Ich schwöre, ich habe noch nie was Schöneres gefühlt. Ich freue mich jetzt einfach nur auf zu Hause. Wollen wir nach Hause gehen? Wow. Soweit ich aber mitbekommen habe, haben die ja schon am selben Abend, wo sie geboren wurde, Imani mit nach Hause genommen. Ich dachte jetzt irgendwie, keine Ahnung, man muss ein, zwei Tage oder so im Krankenhaus bleiben, sich ausruhen. Ist das nicht so im Normalfall? Bravo, Imani. Bravo. Schöne Hose. Was hast du denn für eine schöne Hose an? Wow. Wow. Kaka? Kaka, erste Mal Kaka jetzt, oder was? Frisch geboren, direkt am Scheißen. Das ist aber normal in der Anfangsphase. Sobald das Baby geboren ist, durchgehend, also da werden auf jeden Fall am Anfang viele Probleme kommen. So wie ich das auch von meinen ganzen Cousins kenne, die ich mal betreut habe, ne? Das ist voll normal, die muss durchgehend pupsen, ne? Am Tag musst du so und so oft die Windel wechseln, du musst durchgehend die Flasche geben. Also es ist auf jeden Fall, wenn ihr selbst mal später Kinder bekommen solltet und euch noch damit gar nicht befasst habt, ihr werdet selber merken, dass das voll krass ist. Du musst alle zwei, drei Stunden vielleicht stillen oder die Flasche geben, falls du mit der Brust nicht mehr hinterherkommst, dann durchgehend. Milchüberschuss kommt raus, also ne, die musst du mal wieder sozusagen alles wieder erbrechen, das kommt alles raus. Durchgehend die Windel wechseln, immer wieder kommt was raus, weil die durchgehend Nahrung am zu sich nehmen ist. Aber krass, dass sie jetzt schon sofort, ich weiß nicht, ob das ein Furzer war oder ob das schon ein bisschen mehr war, dass das jetzt schon so schnell kam. Ich weiß auch gar nicht, ob die dir schon was zu essen gegeben haben direkt nach der Geburt. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mich krass für interessiere, weil ich auch noch lernen möchte. So, wie ist das so, weißt du, nach der Geburt sofort und so, und wenn du beim Baby bist, wann beginnt was und dies und jenes. So ist auf jeden Fall an sich eine sehr, sehr schöne Sache und eine wichtige Erfahrung fürs Leben, finde ich. Und ich finde, jeder Mann sollte auch wissen, wie man ein Baby im Notfalle auf, sage ich mal, außerhalb des Krankenhauses zur Welt bringt. Ja, das heißt, im Notfalle, was auch sehr häufig vorkommt, dass wenn die Frau soweit ist, dass der Mann startklar ist, dass er weiß, was zu tun ist. Ne? Ich finde, das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall lernen sollte. Hey, Imani. Ich glaube, sie sucht gerade Brust bei mir. Wallah, ich weiß doch, früher Tyson, der hat einfach meine Brust genommen. Ich lag auf dem Bett, ich schwöre auf alles, er kam. Genau diese Titte hier, mein Nippel, er hat dran gesorgt. Das hat so ein bisschen wehgetan wegen seinen Zähnen, aber das war so ein Lachkick. Brust mit Milch habe ich nicht. Ihr habt das letzte Video gesehen, nach der Geburt. Ungefähr zwei Stunden später waren wir schon wieder zu Hause. Am nächsten Morgen war direkt eine Hebamme da, hat da irgendwelche Kontrollen gemacht. Und dann war sie die erste Nacht da und sie war sehr ruhig. Die zweite Nacht hat sie uns nicht schlafen lassen. Ja, das ist normal. In den ersten 40 Tagen vor allem. Man sagt ja, in den ersten 40 Tagen sollte das Baby erstmal nicht das Zuhause verlassen. Ne? Und in den ersten drei Monaten wird das Baby auf jeden Fall sehr laut. Ich glaube, nur in den ersten 40 Tagen oder in den ersten drei Monaten, da wird das Baby sehr viel schreien, sehr viel weinen, in der Nacht immer wieder wach werden, das ist normal. Aber erst so nach den drei Monaten wird sie locker. Die dritte Nacht hat sie uns auch nicht schlafen lassen. Und jetzt haben wir die vierte Nacht. Und mal sehen, ob sie uns heute schlafen lässt. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber selbst wenn du uns nicht schlafen lässt, ist egal. Genau, genau. Wallah, ist egal. Hauptsache, dir geht's gut, Habibti. Oh. Hey, what? Hallo, Amerika. Nur zur Info, wenn ein Baby weint, immer die Flasche geben. Zeichen vom Weinen ist immer für Hunger. Ein Baby müsst ihr so gut wie alle
2 bis 4 Stunden die Flasche geben. Imanis erster Arztbesuch. Bist du bereit, Imani? Sie hat keinen Bock auf Arzt, wa? Man merkt. Walla, ist sehr, sehr ungewohnt zu vloggen, wenn jemand Neues dabei ist, so, ne? Jo, Baba. Jalla, wir müssen zum Arzt. Nicht weinen. Wir müssen dahin. Du kommst aus der Sache auch nicht raus. Jalla. Erster Ausflug zusammen, ne? Sie ist am Freitag aus dem Krankenhaus gekommen, jetzt ist Donnerstag, also eine Woche später ungefähr. Ah, eine Woche später schon, okay, krass. Der erste Ausflug mit Imani. Wir gehen zum Kinderarzt. Bist du bereit? Wir sind einfach zum ersten Mal draußen. Die waren einfach eingesperrt zu Hause die ganzen Tage. Haram, nein. Na, war richtig stolz. Hallo. Imani hat einmal Luisa angepisst. Starke Leistung. Stark. Tschö, Imani. Tschö, Baba. Mashallah. Einmal Luisa wurde angekackt. Ach, so Kacke. Oh, shit, Digga. Von Imani. Was ist los? Fühlst du dich gerade ein bisschen angeschissen? Bravo. Hast du Mama angekackt, ja? Bravo. Ich schmeiß sie weg. Angespannte Situation, werde ich mal sagen, ne? Bravo! Super, Kaka! Immer weiter, ist gut. Essen, schlafen, kacken. Damit du groß wirst und stark wirst. Okay, Habibti? Amerika, Amerika, wir haben euch versucht, die letzten Tage ein bisschen mitzunehmen. Aber für uns hat sich extrem viel geändert. Ihr habt sehr viele Fragen an uns. Deshalb setzen wir uns jetzt an den Tisch, wo Luisa da schon sitzt mit Imani. Und beantworten ein paar Fragen für euch. Was sagt ihr zur Frisur? So, erstmal die Kamera switchen, ja? Wunderbar. Baba. Guck mal, genau wie ich. Jetzt hole ich die Fragen und dann geht's los mit Q&A. Question and answer. Question and answer. Question and answer. Hat Imani ein... Moment, müsst ihr wieder runter machen? Gut. Spitzname. Imani, Spitzname, Imani, Iman. Ja, Iman ist jetzt eher marokkanisch, würden die jetzt glaube ich nicht nehmen. Imani, Imi, immer. Immer klingt nach immer. Also arabisch für Mutter, sehr ähnlich. Nee, ich glaube nicht, oder? Ja, eigentlich schon. Hä, hey, was denn? Imani? Imani? Imi? Viele Spitznamen. Ja, okay, nicht dieses Schatzbaby so. Manchmal nennen wir sie Babda. Achso, okay. Babda heißt Ente. Das, ja. Ich dachte jetzt, sie reden nur von Namen. Damit ihr Bescheid wisst. Ja, dann nennen wir sie auch manchmal Klein Kaki, weil sie viel Kaki macht. Voilà, sie kackt viel, ja. Aber ist gut, ist gut. Und der aktuelle Spitzname ist Kleiner Pilz. Nee, ihr habt so Facts, hast du dieses Spiel noch? Ja, Chips, Cola, Fanta oder so. Aber ist kindisch, wir sind erwachsen, wir sind Baba und Mama, wir spielen das. Also Kleiner Pilz, Spitzname. Einigen wir uns darauf? Ja. Sehr gut. Hattest du Schmerzen bei der Geburt? Ja, hatte ich. 100% safe, Digga. Ich glaube, das sind die größten Schmerzen überhaupt einer Frau. Die kann man gar nicht toppen. Aber ich kann euch eins sagen, sobald ihr dann euer Baby in euren Armen habt, ist alles vergessen. Wirklich, versprochen. Ich habe es auch nicht geglaubt, wo ich das gehört habe, aber es ist einfach so. Ey, wir sind gut in diese Question and Answer. Super. Ey, wie fühlen sich wen an? Ja, Leute, ihr müsst euch vorstellen. Nein, Spaß. Ich wollte schon sagen, musste, warum redet der jetzt? Kann sie beantworten. Wenn die Wehen anfangen, ist es nur so ein leichter Schmerz. Sowas wie kurz bevor ihr einfach eure Regel kriegt. Gut beantwortet? Was soll ich denn wissen? Ich habe noch nie Wehen gehabt. Ey, hattest du Angst vor der Geburt? Während der ganzen Schwangerschaft habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Klar, wenn es soweit ist, dann locker. Ist ja eine große Sache, ne? Und kurz bevor es losgegangen ist, hatte ich richtig Angst. Also kurz bevor es losgegangen ist, habe ich sogar angefangen zu weinen, weil ich Angst hatte. Ey, selbst für mich als Mann, es ist unvorstellbar, also ich weiß nicht, so eine Frau, wenn die ein Baby auf die Welt bringt, so, das ist voll die krasse Sache so für mich, weißt du, so einfach ein Lebewesen entsteht, kommt aus dir raus, so muss man bedenken, so ein Baby, ein Lebewesen kommt einfach aus dir raus, so. Ich meine, ja, also jetzt Real Talk, so aus so einem kleinen Loch kommt so ein großes Baby raus, das ist schon heftig, so, weißt du, wie sowas
zustande kommt, so. Aber ja, so ist das. Und ich finde schon heftig, sehr, sehr faszinierend, ne? Plant ihr ein zweites Kind? Letzte Woche hast du gesagt, direkt. Deswegen sage ich wirklich immer wieder so, boah, bin ich froh, dass ich ein Mann bin, so. Weißt du? So, natürlich, jeder Mann, jede Frau hat Vor- und Nachteile, so. Und für mich ist das halt so voll die krasse Sache, so. Ich finde das heftig einfach. Oh, was ist denn hier passiert? Ah, alles gut. Jetzt eine Woche später, was sagst du jetzt dazu? Auch wenn es anstrengender ist, als ich es mir vorgestellt habe, bin ich immer noch derselben Meinung, weil ich denke mir, mit wem muss ich spielen? Sie hat doch niemanden. Und deswegen wünsche ich mir schon direkt eigentlich ein zweites Kind, so in einem Jahr. Na, die denkt sich nur so, Bruder, was? Das ist schon stressig genug, jetzt noch ein Baby? Für mich ist es egal. Ich wünsche mir natürlich auch mehr Kinder, aber erstmal langsam, erstmal auf sie gucken. Und ja. Ich sag euch ehrlich, ich finde es schon gut, dass man sofort hinterher noch ein zweites macht. Das dritte, vierte, fünfte danach kann man mit Ruhe machen. Aber ich finde es schon gut, wenn die Kinder so fast im selben Alter sind, dass die allerhöchstens maximal 2 Jahre Unterschied haben, damit die auch so, sage ich mal, zusammen Sachen unternehmen können. Sich zusammen im selben Verein, in derselben Mannschaft vielleicht anmelden können. Bei mir und meinem Bruder war es zum Beispiel so, der mittlere, er war eine über mir so. Wir haben nur einen kleinen Unterschied, auch knapp 2 Jahre, wenn überhaupt. Und ich finde es besser so. Wir hatten eigentlich mal denselben Freundeskreis, wir haben vieles zusammen gemacht, so muss das auch sein, weißt du? So, umso älter du wirst, umso mehr Neues kommt dazu. Vielleicht gehst du zum Fußball, vielleicht zum Fitness, könnt ihr das zusammen machen. So, ich meine, wenn einer 18 ist, der andere 12, der 18-Jährige wird den 12-Jährigen nie mitnehmen und der 12-Jährige wird traurig sein, weil er sieht auf den großen Bruder auf und wird sich denken, so, ey, warum nimmt er mich nicht mit, weißt du? Ja, wir gucken einfach wieder, wie es kommt, würde ich sagen. Werdet ihr, wenn sie größer ist, umziehen? Darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Was sind so deine Gedanken dazu? Das ist jetzt die Frage, wie groß die Wohnung von denen ist. Ich würde sagen, ja. Aber an sich so, bis die, keine Ahnung wie alt wird, auf jeden Fall noch so im jungen Alter, bis 2, 3. Ja, okay, ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie groß die Wohnung ist, weil das Baby wird an sich vielleicht das erste Jahr sowieso nur bei den Eltern schlafen. Du hast das Kinderbett dann im Schlafzimmer, nehme ich mal an, so machen das die meisten. Und dann hast musst du ja rund um die Uhr bewachen, so. Die kann jederzeit aufwachen, schreien und keine Ahnung. Die schläft also sowieso die ersten Monate nur auf dem Bett mit der Mutter. Dann im Kinderbett, Babybett, weißt du, zwischendurch bestimmt auf der Wippe, so. Und dann irgendwann mit 1, 2... Mit 2 oder so, eigenes Kinderzimmer mit Spielsachen, dies und jenes, so, ja. Ist halt die Frage, wie groß ihre Wohnung ist. Ich habe gesehen, jetzt ist groß. Aber es war jetzt nur Wohnzimmer, Küche, so. Wie viele Zimmer haben die, ist die Frage, ne? Ja, also allein, dass sie in einem Garten spielen soll später. Wenn ich ihr die Möglichkeit geben kann, dass sie vorm Haus einen Garten hat, wo ihre Spielzeuge sind, wo ihr Trampolin ist, vielleicht ein kleiner Pool, so. Ich will meiner Tochter das Beste geben, meiner Familie das Beste geben. Deshalb würde ich schon sagen, umziehen nochmal, ja, aber dann am besten in ein eigenes Haus oder so, das wäre schon ein Traum. Ne? Drückt uns die Daumen. Hey, ja klar, Traum von jedermann, ne? Wie hat Mira auf Imani reagiert? Schaut einfach selbst. Und freust du dich jetzt, Imani zu sehen? Ja, ich werde alles für sie machen. Es kam gerade eine Fliege, mein Arsch, scheiße, Alter, diese verdammte Fliege. Ich hasse diese Fliegen, Alter, komm mal ins Auge, ja, und dann kommen da so. Hey, kann man schon erkennen, von wem sie was hat? Ich finde, sie kommt zu 100% nach Nada. Haare nach Baba, ich sag Wangen nach Mama. Ich finde auch Augenbrauen und so, ist einfach nur so, von der Farbe her sieht sie aus wie ich und ihre Haare sehen aus wie ich. Es ändert sich sowieso noch, also das Baby nimmt noch an Form an. Vor allem das, was sich am meisten ändert, ist auf jeden Fall, sind die Augen. Meistens sind die Babyaugen immer blau und dann verändern die sich, ne? Eine andere Farbe. Muss man doch ein bisschen abwarten. Ihre Nase kommt auch nach Baba. Ich finde die Augenform. Ich finde schon, dass sie deine Augenbrauen auch hat, so gerade. Kennt ihr das so, diese Frauen, die voll übertreiben, die haben so ein Ultraschallbild. Guck mal, die hat auf jeden Fall deine Füße, ja.
Oh, nee, guck mal, so, ja, ich sehe das. Das sind deine Ohren. Das sind deine Ohren, Schatz. Ja, 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 doch. Die Kopfform ist eigentlich deine. Lippen? Also ja, so ein bisschen erkennt man auf jeden Fall schon, aber ich finde, das kann man in ein paar Monaten besser beurteilen, ne? Die wird auf jeden Fall noch Formen an, zu sich nehmen, also die wird noch wachsen, zunehmen, ne? Wird sich noch entwickeln. Kim, ist von mir. Also 90% Barber. Hey, was hat sich alles so geändert, als Imani auf die Welt kam? Alles. Wallah, alles, Leute. Alles. Ich gebe euch ein Beispiel. Früher sind wir immer rausgegangen. Das hat man aber auch voll gesehen. Ihre Storys, die Videos, hat sich alles verändert. So kommt auch nicht mehr so viel. Die sind dann auch nur noch zu Hause mit dem Baby. Ich verfolge gerade selber kurz bei der Apotheke, sehe ich, er muss bestimmt Sachen kaufen, weil es ja normal ein neugeborenes Baby hat. Entweder Bauchschmerzen, braucht Kübelzäpfchen, braucht vielleicht Babyfencheltee, braucht vielleicht keine Ahnung, was auch immer, irgendwelche Tabletten. Weil am Anfang hat das Baby immer Probleme und das schränkt einen schon sehr ein. Klar, das kommt vielleicht für uns so nicht rüber, aber Luisa ist auf jeden Fall 24/7 mit dem Baby beschäftigt. Also sie wird auf jeden Fall keine Freizeit mehr haben. Soll jetzt nicht so krass klingen, aber ist so. Sie wird ihre Augen nur noch bei dem Baby haben, durchgehend essen, durchgehend das. Sie muss sie beobachten, so. Ist normal, das ist die Anfangsphase. Dafür ist die Mutter da und der Vater ist genauso dafür da. Er leistet der Frau, stärkt ihren Rücken. Und man hat es auf jeden Fall schon gemerkt, man hat es ihnen angemerkt. Immer. Die Woche waren wir so gut wie gar nicht draußen. Ich war nur einmal draußen. Ja, als wir beim Arzt waren. Ja. Das heißt, wir gehen nicht mehr raus. Dann dieser Gedanke, diese Verantwortung bei jedem Essen sogar. Ich denke mir, ich muss was Gesundes essen, weil so sieht Luisa bei mir, Nada ist gesund. Ich esse auch gesund und dann ist die Milch auch gesünder, denken wir. Also wir denken einfach, egal was wir machen in unserem Leben zurzeit, hat einen Einfluss auf dieses Baby. Ja klar, weil Luisa zu 100%, weil so wie sie sich ernährt, das gibt sie ja dem Baby wieder. Sie stillt sie ja, nehme ich mal an. Und zum Beispiel so Sachen wie Alkohol, Koffeingetränke, Red Bull und so, und keine Ahnung. Da muss die Frau genauso wie vor der Geburt in der Schwangerschaft, genau wie auch danach aufpassen, weil sie ja das durch ihre Milch alles weitergibt. Ne? Empfehle also da auf jeden Fall an die Frauen, die in Zukunft vielleicht ein Baby erwartet. Ne? Achtet auf eure Ernährung, vermeidet Zigaretten, vermeidet Drogen, Alkohol, wenn ihr solche Sachen konsumieren solltet. Schaut, dass ihr euer Baby so gut wie nur stillen tut, weil durch die Muttermilch hat sie auf jeden Fall, hat das Baby viel, viel weniger Probleme, hat weniger Schmerzen, bekommt weniger Krankheiten. Muttermilch ist immer das Beste, besser als tierische Milch und diese ganzen Produkte vom Markt. Es sei denn, ihr kommt nicht hinterher, weil das Baby zu zerfressen ist. Aber ja. Deswegen trifft man einfach andere Entscheidungen. Unser Leben dreht sich jetzt einfach nur noch um sie. Das ist schön. Und auch wenn ich gedacht habe, ich genieße so krass die Zeit zu Hause. Seitdem. Ja, das ist normal. Das ist normal. Das ist wie ein, sag ich mal, ein neues Haus, wie eine Katze. Sobald du sowas dir zulegst, ist es auch wie bei Abdel zum Beispiel. Nach langem hat er sich endlich eine Katze zugelegt, was er sich schon immer gewünscht hat. Und er sagt zu mir selber, bei sich und seiner Familie, da ist halt so wieder neues Leben, sage ich mal. Ne? Diese Katze bringt so einen neuen Wind rein. Und so genauso wie ist es auch mit einem Baby, halt noch krasser, ne? Sie geboren ist, ist auch ein richtiges Zuhause geworden. Hey, was war euer erster Gedanke, als sie auf die Welt kam? Ja, guter Satz, guter Spruch. Wo sie geboren ist, da wurde es erst zu einem richtigen. Ja, das war gut. Ich konnte nicht glauben, dass sie meins ist. Ich war so dankbar. Tschüss, Baba. Achso, dieses Baba muss ich euch auch erklären. Bei uns sagt man das so. Mein Vater hat früher auch immer zu mir gesagt, wie geht's dir, Baba? Ja. Ich dachte, warum nennt er mich Baba? Ja, das ist so. Das können, glaube ich, nur Ausländer verstehen. Aber er nennt mich nicht Baba, sondern man sagt das so als Papa. Zum Beispiel, ich sage Kifik Baba, das heißt, wie geht's dir, Baba? Aber ich bin Baba, wisst ihr, wie ich meine? Bei uns hören zum Beispiel Babischkom. Der Vater sagt zur Tochter oder zum Sohn Babischkom, so, damit will er sagen, ich bin dein Vater, aber sagt zu ihm Vater, so. Ist sehr schwierig zu erklären. Ohne jetzt richtig ins Detail zu gehen, wisst ihr, was ich meine. Was war dein erster Gedanke, als sie auf die Welt gekommen ist? Alles, was ich ab jetzt mache, mache ich nur noch für sie. Ich schwöre, ich bin gestorben in diesem Moment. Nada gab es nicht mehr. Es gab nur noch Baba. Baba, der alles für diese Familie tut. Hey, wie lange hat die Geburt gedauert? Ein Tag. Ja. Schreibt schon mal Feedback. Was? Wie sind wir mit Instaflänzen? Wie sind wir mit YouTube Q&As machen? Wie sind wir? Wir brauchen auch Feedback. Können wir das gut? Können wir das nicht? Ich denke, wir können das. Wie lange hat die Geburt gedauert? Haben wir. Hey, kommt ihr noch zum Schlafen oder hat sich eure Routine sehr verändert? Das wussten wir auch von Anfang an, dass sich unsere Routine verändern wird. Ich versuche trotzdem Nada schlafen zu lassen, weil er zum Training geht, er hat Spiele, er braucht seinen Körper, er braucht seinen Schlaf. Es gab Nächte, da ist sie nur einmal aufgestanden und es gab Nächte, da ist sie mehrmals aufgestanden. Das Problem ist halt, wenn du ein Baby hast,
Es ist schwierig, die Anfangsphase. Einige Babys weinen mehr, die anderen weniger. Und wenn dein Baby viel weinen sollte, dann ist das ja so, dass ein Elternteil, sagen wir mal die Mutter zum Beispiel, in dem Fall Luisa, aufstehen muss. Okay, dann ist die Frage, was hat sie? Sie weint. Als erstes nimmst du an, okay, du hast Hunger. Aufstehen, Flasche machen, Flasche geben, durchgehend halten. Baby trinkt lange, trinkt ja langsam, kommt wenig raus. Und dann musst du die auf die Schulter nehmen, Bäuerchen machen. Du musst warten, bis das passiert und musst durch die Wohnung laufen, sie beruhigen. Und dann musst du, was gibt's da noch, was die Frau machen? Dann wieder in den Schlaf hier hinher bewegen, weißt du. Und dann gucken, auf einmal nach dem Essen macht sie sich in die Hosen, Windel wechseln, dies und das klaut halt deine Zeit und du bist voll müde. Und dann schläft sie immer noch nicht und du musst halt durchgehend wach bleiben. Du darfst nicht einfach das Baby liegen lassen und schlafen gehen. Das ist halt, wie gesagt, ein All-Round-Job. Und das ist so eine Sache, so, wo du voll dabei sein musst, weißt du? Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auf jeden Fall miese, miese, schlaflose Nächte haben werden, ne? Sie ist wirklich eigentlich ein ruhiges Kind. Ja, sie ist schön und ruhig. Ja, wie gesagt, es gibt mal so, die mehr weinen und die weniger weinen, aber wenn sie ruhig ist, dann ist es gut. Und intelligent und nein, sie ist auch sehr gut entwickelt. Kann sein, auch in einer Woche, sie geht erste Klasse. Verlief die Geburt so, wie ihr es wolltet? Ich würde sagen, sogar besser, oder? Viel besser. Warum wurdest du so früh aus dem Krankenhaus entlassen? Wir sind 3 Stunden nach der Geburt nach Hause gegangen. Habe ich mich auch gefragt. Weil ich keine Geburtsverletzungen hatte. Die haben mich nochmal untersucht, geguckt. Haben wir gleich, ich hatte nichts. Oh. Hast du Schwangerschaftsstreifen? Ich hatte nur Angst, diese Streifen zu bekommen, weil ich Angst hatte, dass Nada mich ja nicht mehr mag. Guck mal, wie dumm. Tut mir weh, sowas zu hören. Also jede Frau, deren Körper, sage ich mal, verunstaltet wird aufgrund der Geburt, weil sie zunimmt, weil sie nicht mehr die straffste und schönste Haut hat. Vielleicht ein Kaiserschnitt, wofür sie nichts für kann. Jeder Mann, der so eine Frau verurteilen sollte, ist in meinen Augen ein ekliger Mann, weißt du, der ist kein Mann. Niemals dürfte man sich das Recht nehmen, als Mann eine Frau aufgrund, sage ich mal, der Verunstaltung des Körpers nach der Geburt, sie irgendwie auf eine Art und Weise, sie deswegen, keine Ahnung, zu verletzen, fertig zu machen und irgendwie zu sagen, das und das sieht scheiße aus, da darf man sich das Recht gar nicht nehmen, weil letztendlich die Frau macht alles durch, die Frau leidet, der Körper der Frau geht kaputt und der Mann, der muss nichts machen. Die Aufgabe des Mannes ist einfach nur, sie zu stärken und zu sagen, ey, du siehst wie vor immer noch gleich aus, wenn nicht sogar besser, weil die Frau leidet und sie macht alles für die Familie. Für das Baby, für den Mann, für alle, weißt du? Deswegen, also Frauen niemals so denken, dass sie irgendwie sagt, so ey, sieht danach scheiße aus. Sorry, Wanda. Warum soll ich dich nicht mehr mögen wegen irgendwelchen Streifen? Mir ist einfach egal, diese Frau hat mein Kind auf die Welt gebracht. Mir ist doch scheißegal, Wanda, hätte sie diese Streifen im Gesicht, wäre mir auch scheißegal. Jetzt brauche ich diese Frau nicht mehr, jetzt habe ich mein Baby. Nein, Spaß, ihr wisst, was ich meine. Ich verstehe aber sowas auch nicht. Was ist denn jetzt, wenn meine Frau äußerlich was hat, so soll ich aufhören, sie zu lieben? Was ist, wenn sie hier eine fette Narbe hätte? Sogar was ist, wenn ihr Gesicht irgendwas passiert und man erkennt sie nicht mehr wieder im Gesicht so? Es bleibt doch immer noch deine Frau so. Es geht um sehr viel mehr als nur um Schönheit. Das war's mit dem Q&A, das war's auf dem YouTube-Video. Wir sind nicht die professionellsten YouTuber, aber wir versuchen immer aus dem Herzen heraus für euch Videos zu machen, euch zu unterhalten. Naja, nicht die professionellsten, aber die, sage ich mal, mit dem besten Vorbild, wirklich. Die die besten Werte vermitteln, sage ich mal so. Deswegen, scheiß auf professionell oder nicht, ihr macht alles richtig. Unsere Gefühle und unsere Ängste und unser Glück mit euch zu teilen. Und wir sind dankbar, dass ihr da seid. In der nächsten Woche wird wahrscheinlich wieder der erste Vlog auf euch zukommen. Diese Woche war ein bisschen schwerer. Wir brauchen auch unsere Zeit, so ein bisschen. Müssen uns alles noch gewöhnen. Ach, ist alles selbstverständlich. Vielen Dank, das war's mit dem Video. Wir sehen uns nächste Woche. Alles klar, das war's mit dem Video. Sehr, sehr süß. In dem Sinne, meine Damen und Herren, ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. War eine süße Reaction. Süßes Video, meine ich. Auch eine süße Reaction auf das Video, nehme ich mal an. Eure Meinung gerne in die Kommentare. In dem Sinne, wir sehen uns morgen. Ja, ich habe genug gelabert. Komm, ich lasse euch jetzt in Ruhe. Ciao, ciao, gute Nacht, bis morgen.